Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute für Österreich auch ein besonders wichtiger Rat, weil es uns gelungen ist, das Thema Migration auf die Tagesordnung zu bringen. Österreich ist mehr als belastet. Wir haben über 100.000 Asylanträge in Österreich. Über 75.000 derer, die diese Anträge stellen, sind nicht registriert. Das heißt, mehr als 75.000 Menschen überschreiten die Außengrenze der Europäischen Union, durchqueren Europäische Unions Mitgliedstaaten und werden dann erst in Österreich aufgegriffen. Das ist ein Sicherheitsproblem und das muss gelöst werden.